wenn du uns erklärst, zeige ich dir den Zettel. Ja, aber bitte nicht mal. Nein, aber. Oh, wie. Ich weiß nicht, wie Licht nicht zufrieden auf deiner Kamera. Ich will mich nicht mit dem Licht nicht zufrieden. Das ist irgendwie so dunkel. Ist mir egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Hallo. Und zwar drehen wir heute für euch den Wer würde eher Tag. Wir haben euch bei Instagram ihr habt uns die Fragen gestellt, nicht wir euch. Ihr durftet uns bei Instagram die Fragen stellen und auch bei Facebook. Also ihr stellt euch uns die Frage, wer würde er? Wir euch. Oh, Sevi, ich will jetzt nicht mehr. Ihr stellt uns, wer würde er fragen? Genau. Und haben sie doch schon. Ja. Haben wir ja auf Instagram. Oh, jetzt sind die Funktionen. Auf Facebook und Instagram. Und Sevin und ich beantworten diese Fragen mit jeweils Sevin oder Soraya. Nee, andersrum. Soraya. Soraya, Sevin. Könnt ihr das überhaupt gut lesen? Also hier steht Soraya. Doch, guck mal, das kann man und gut Sevin. Lesen. Und Sevin. Also ihr stellt uns die, also wir lesen die Wer würde eher Frage vor. Und Sevin und ich beantworten sie mit einem Zettel hochhalten. Darf ich jetzt auch mal reden? Ach ja, ist ja dein Video. Excusez-moi. Oh mein Nein, Gott. Ich glaube, sie ist noch so ein bisschen in dem, wir drehen jetzt Sorayas Video-Modus. Nein, das ist halt weil mein Zimmer wir haben gerade nämlich ein Video schon gedreht. Genau. Auf meinem Channel gibt es die Backwards-Challenge. Auch super lustig ja. Und gruselig geworden. So. Leute, ihr hört gar nicht mehr auf, wer würde eher Fragen zu stellen auf Instagram? Aber das ist cool. Ja, wir können hier eigentlich bis übermorgen sitzen und ja, drehen. Wir machen das aber querbeet, ne? Wir scrollen und gucken und wir können jetzt nicht alle... Miserable Fragen werden wir erst gar nicht drauf eingehen. No. Weil es kann sich nur um Stunden handeln. Ah. Ist? Ja. Okay. Also, dann würden wir sagen, fangen wir jetzt einfach an. Und du darfst anfangen, weil du bist nämlich mein Gast. In meinem Zimmer. So, ich bin voll ganz aufgeregt. Wer würde eher Tomaten mit Äpfel verwechseln? Also ganz klar. Nee, ey, Soraya, ganz ehrlich, du kannst nicht mal Petersilie von Minze unterscheiden. Und zwar gibt es sogar ein Beweisvideo, unser erstes Kochvideo. Du schneidest Petersilie und sagst, ich schneide gerade Minze. Ja, ist das okay. Nicht? Also, ja. Ganz klar, Soraya. Du bist... Okay. So. Okay, das ist geil. Wer würde sich... Nee, Quatsch, sorry. Wer würde eher sich die Haare pink und weiß färben lassen? Sevi. Also das ist... Eindeutig, Sevi. Ey, das ist gar keine Frage. Ich war schon mein ganzes Leben braun, also dunkelhaarig. Dunkel, ja. Ja, ja aber sie sah auch mal aus wie ein Stinktier. Auf einmal, sie kam zu meinem 18. Geburtstag. Oh Gott, das mit blondierten Strähnen hier oben an ihrem Pony und das hat sie noch so oben. Die war nicht immer. Schrecklich. Naja, aber jetzt seht ihr ja Back to Black. Wer würde eher beim Fitnessstudio nach Schokoladendiät fragen? Ganz klar, also das ist so klar. Früher, wo wir im Fitnessstudio waren, habe ich danach immer so ein Eis gegessen, ne? Das noch? Nein, du wolltest immer nach McDonald's. Okay, das auch. Ja, aber jetzt zu McDonald's? Ja, nee, ich habe 3 Stunden trainiert, um nach Mc's zu fahren. Aber stellt euch mal vor, Schokoladendiät. Boah, das wäre echt toll. Boah, das ist aber gemein. Wer würde eher die andere von einer Klippe schossen? Hallo? Nein. Du bist so ein Arsch. Ich habe das eigentlich jetzt nur so vorgelesen, weil ich das voll gemein finde. Wer würde eher mit McDonald's essen ins Fitnessstudio gehen? Ganz klar. Aber nicht mehr. Früher. Jetzt habe ich doch voll abgenommen und so. Komm, trotzdem. Burger King und Mc's sind deine besten Freunde. Nee, nicht mehr. Schmeckt mir gar nicht mehr so wie früher. Die Frage ist auch gut. Wer würde sich eher operieren lassen für die Schönheit? Tut mir leid, Leute. Wir lassen uns die Schönheit wegoperieren. Wer würde eher einem Donut an der Schnur folgen? Was ist das? Natürlich. Vor allem, wenn es ein pinker Donut wäre, dann würde Sevi die Köln. Würde es sogar an der Schnur verschlucken und mit. Aber nur, wenn dieser Donut wirklich pink ist. Ja. Sonst nicht. Okay. Wer würde eher mit einem pinken Alien kuscheln? Du würdest dich sogar von dem pinken Alien schwingen lassen, Sevi.
Boah, kriege ich dann auch ein pinkes Bead. Mit Strassteinen. Boah, das wäre so schön. Mit Swarovski-Steinen. Wer würde eher etwas von einer anderen klauen und sagen, dass es ihr eigenes ist? Nein. Haargummi, sie kam zu mir nach Hause, frisch, hupst du frisch vom Friseur, dann nimmt sie mein Haargummi und macht so. Ich so, das ist mein Haargummi. Ich meine, es soll nicht an der Freundschaft wegen einem Haargummi scheitern, ja? Aber ich sag zu ihr, sie so, das ist meiner. Ich so, Sabine, du warst gerade beim Friseur, du bist ohne hier hingekommen. Mann, du so, ach ja, stimmt. Weißt du warum? Weil du hast mir die Haargummis nämlich nachgekauft. Oh ja. Ich habe ihr 100 Haargummis nachgekauft. Wer würde eher sein Handy durch zu oft hinfallen kaputt machen? Also das ist echt eindeutig, Soraya. Ja. Dein Handy fliegt von überall. Ja, ich bin tollpatschig, aber mein Handy ist nie kaputt gegangen. Noch. Mach das mal nach. Noch. Wer würde eher außerdem die Schule abbrennen? Warte mal, Schatz. Eine kleine Geschichte. Ich habe mal die Schule unter Wasser gestellt. Das hast du nicht da auch irgendwas mal angezündet? Hab ich? Nein. Das war mit unter Wasser, ne? Ja, die Schule stand komplett unter Wasser wegen mir. Was ist das? Wer würde eher einen Bärangriff überleben? Geile Frage, echt. Wir beide, ganz klar. Klar, also das ist hier eindeutig, ne? Der Bär würde eher Angst vor uns beiden haben. Ich glaube, der würde uns hin und weglaufen. Ehrlich, ey. Das ist auch gut. Wer würde sich eher auf die Kreuzung legen und alle Autos damit aufhalten und trotzdem nicht aufstehen? Komisch, ey, für alle kranken Sachen bin ich zu haben. Ist echt so, ja. Und alles, was pink ist, das ist Ding, ja, das Ding ist, das sind kranke Sachen, die ich mir vorstelle, aber nie gemacht habe. Sie ist einfach durch. Ja. Du bist durch. Ja, ja. Wirklich. Ja, es ist von einem pinken Alien schwängern zu lassen, ist gar nicht blöd, ne? Wer würde eher in ein komplett fremdes Land auswandern? Ja. Das bin ich. Ja. Also wenn ich könnte, wäre ich morgen schon weg oder jetzt sogar schon. Ja, ich glaube, ich würde erstmal sehr lange darüber nachdenken. Wer würde eher bewusst einen Wildfremden in der Straße ansprechen und sagen, hey, kennst du mich noch? Das ist wieder so eine typische Soraya-Aktion. Ja, das habe ich früher gemacht. Ja, früher, wo ich jünger war. Ich glaube, ich kenne den. Nein, ich habe einfach kleine Kinder umarmt und gesagt, hey, wie geht's deiner Schwester? Und so. Oh mein Gott. Das haben wir mal gespielt gehabt. Gott. Ja, aber es ist voll lange her. Ich hab gerne Leute verarscht. Von lange her, so vor 2 Wochen. Ein paar Jahre, ja. Wer würde eher zum Chef sagen, ich kann nicht arbeiten, komm, mein Finger ist aufgebrochen. Ja, boah, wir sind auch geil. Wir beide haben eine sehr gute Arbeitsmoral. Das ist eigentlich so, ne? Das würden wir, glaube ich, echt beide bringen. Ey. Wir sind halt richtige Pussys. Obwohl eigentlich nicht, aber irgendwo doch. Wir sind naturblond. Wer würde eher ins Büro seines Chefs reinplatzen und singen, ich bin bereit für die Beförderung, ich bin bereit, ja, ganz enorm. Ich würde das bringen. Ja. Wieso nicht? Ich würde dann auch noch natürlich ein paar schlagfertige Argumente bringen, warum ich befördert werden soll. Ja. Na, das würde ich mich auch fragen als Chef, warum gerade so. Vor allem jemand, der wegen gebrochenem Nagel ja, aber das ist ein Notfall. Ja, Notfall. Wer würde eher gegen eine Wand laufen? Das ist mir sogar passiert. Ich habe mich kurz umgedreht, bin dann gerade aufgelaufen, während ich mich, war ich schon in der Wand drin. In der Wand drin? Oh Gott, wie hat das wohl ausgesehen? Wer würde eher den anderen bei Hungersnot essen? Manchmal ist das echt so, da habe ich Angst, dass du mir die Haare vom Kopf frisst. Wer würde eher in der Öffentlichkeit stolpern und dann einfach aufstehen, so als wäre nichts passiert? Beide? Ja. Weil mir ist das schon so oft passiert. Ich habe wirklich zwei linke Füße, nicht nur Hände. Nein. Ich bin voll auf dem Gulli hängen geblieben und habe so getan, als ob ich... Boah, ganz ehrlich, wie oft ich schon hingefallen bin, ausgerutscht bin und dann einfach aufstehen, Krone richten und weitergehen. Imaginäre Krone, versteht sich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin eine Prinzessin, okay? Ja. Wer würde eher aufs Männerklo gehen, wenn das Frauenklo besetzt ist? Das gemacht. Ja, wieder. Ja, Leute, ich war am Flughafen, ja, und die ganzen Frauen, es war besetzt.
ich war so abgefuckt und es irgendwie ging es nicht voran. Also bin ich strikt einfach ins Männerklo gegangen. Ist mir scheißegal. Auf jeden Fall war es das von unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mach ich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.